Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles Age of Calamitos. Und ich wusste es fast auswendig. Ja, aber ich bin jetzt auch ein bisschen mit anderen Gedanken beschäftigt gewesen. Ja, die Portale, die ich gedacht habe, die es gibt, die waren dann wieder aus irgendeiner anderen Mod. Und die Warps, die ich gesehen habe in einem Stream-Ausschnitt, ja, die muss man sich selber einrichten. Die gibt's so auch nicht. Jetzt gibt's also die Möglichkeit, wir hüpfen mit Admin-Teleport immer dahin, wo wir hin müssen, was aber auf Dauer blöd ist, weil ich auch nicht die ganze Zeit im Admin-Mode sein möchte. Also werden wir jetzt unsere eigenen Warps einrichten müssen. Ich habe mal damit angefangen. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie das geht. Hier habe ich unseren ersten Warp mal gemacht, der uns zu Sir Vicarian bringt. Wenn wir dann durchgehen, landen wir hier bei ihm, bei dem Questgiver. Und hier steht dann Home dran. Und dann kommen wir von da aus wieder nach Hause. So, jetzt würde ich auch erstmal mit ihm sprechen. Oder mit den beiden, die da im Boden stecken. Okay. Ignorieren wir das. Okay, dann können wir die nächste Quest annehmen. Okay. So. Bevor wir das aber eigentlich machen, müssten wir uns jetzt, ihr seht, ich habe da noch 998 Portale. Ich habe einfach einen Stack gespawnt, weil die wiegen nichts. Jetzt müsste ich erstmal nur wieder rausfinden. Da, jetzt gehen wir hier rein. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in der Halle unseres Hauses. Wir können uns jetzt auch, ich überlege gerade, wie heißt das hier? Warte, ich muss mal eben gucken, wie das hier heißt. Ne, wo bin ich jetzt? So, wenn wir das jetzt dahin machen, dann bearbeiten wir das. Wir ändern einmal den Namen. Wir nennen es jetzt mal. Große Halle. So nennen wir den. Der soll auch den Namen anzeigen. Wir ändern den die Farbe einmal. Ich habe keine Ahnung. Dunkleres Blau. So. Und das führt uns dann nach Hause. Apply. So, dann gehen wir jetzt durch. Sind wieder zu Hause. Dann machen wir jetzt wieder ein Portal. Wir brauchen ein viel größeres Haus allein für die Portale, glaube ich. So.
Habe ich jetzt schon. Habe ich das gemacht? Habe ich vergessen. Nee, habe ich nicht. Ich trottel. Achso, das habe ich vorher versucht. Den können wir löschen. Der hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich. Ah, nein. Moment. Jetzt muss ich. Oh Gott, jetzt bin ich durcheinander. Gib mir eine Sekunde, gib mir eine Sekunde. Moment, wir müssen den. Config. Display Name. Große Halle. Das habe ich eben falsch gemacht. So, dann starten wir dunkelblau. Den habe ich aber jetzt noch nicht angelegt. Der ist auch falsch rum. What the heck? Der dreht sich aber langsam. So. Jetzt müssten wir aber erst einmal hier durch. Einfach durchlaufen, die E drücken. So, dann sind wir ganz weit rausgezoomt. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Oh mein Gott, ich bin immer noch so weit weg. So, wo hatte ich das Portal denn jetzt hingemacht? Hab ich schon vergessen. Nee, Quatsch, wir sind ja dann wieder hier durch. Und waren dann. So. Und das müssen wir jetzt auch wieder umbenennen. Das nennen wir dann nicht große Halle. Nein, nein. Och, weißt du, ist doch noch gar nicht. Oh, Menno. Aber ich hab's hier noch. Das nehmen wir home. Weil es bringt uns ja nach Hause. Los. Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal zurück, weil ich habe ja. Ach Mensch. Ich habe ja. Ja. Ich übe noch. Ich mache das auch das erste Mal. Seht's mir bitte nach. So, jetzt wieder hier raus. So, jetzt nicht wieder reinrennen. So, das. Nee. Ich muss erst wieder dahin. Dann muss ich einen neuen Warp kreieren. Den wir große Halle nennen. Und ja. Die Beschreibung ist. Dasselbe wie der Name bei mir. Create. So. Jetzt machen wir hier die Einstellungen. Das bringt uns nach Hause, nach Hause. Gut. Jetzt gehen wir hier durch. Und jetzt nicht reinrennen. Können wir das ändern? Das bringt uns dann dahin. So, das sollte jetzt funktionieren. Hoffe ich. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das läuft dann zumindest. Dann weiß ich zumindest, wie ich hier
hin und zurück komme. Zukünftig. Und ich muss nicht mehr im Admin-Mode reisen. Ich denke, wir werden uns dann noch ein, zwei Dinger machen. Ich weiß nicht, ob das so sein muss, weil ganz ehrlich, man findet zu der Mod so viel und zeitgleich gar nichts. Die Mod existiert ja jetzt auch seit 2017, ja nun schon ein paar Jahre. Natürlich kommen immer Neuerungen dazu, aber so richtige, einen richtigen, kompletten Guide oder so, ne, gar nicht. Das ist schon eine leichte Katastrophe, um es mal so zu sagen. Und auch die Homepage der Mod, die sagt gar nichts aus. Also, ich glaube, wenn man überhaupt Informationen haben möchte, muss man ins Discord gehen, der Mod. Ich meine, ich bin jetzt froh, dass ich dieses mit den Portalen hier gefunden habe, was ja nun wenig mit der Mod zu tun hat, sondern mit der Pipi-Mod halt, weil damit darüber richte ich mir jetzt hier die Portale ein. Alles andere, ja. Also zu dieser Mod an sich ist eine Katastrophe. Um es mal so auszudrücken. Das muss man alles irgendwie selber rausfinden. So. Jetzt müssen wir zur Küste und ein paar Shellbacks erledigen. Achso, ich habe mir Eisenwerkzeuge hergestellt. Und nach Hause können wir jetzt auch mit dem Portalstein. Oh Mann, ich hoffe, ich werde meinen elendigen Husten irgendwann mal wieder los. Furchtbar. Jo, jetzt würde ich sagen, wie kommen wir denn jetzt wieder zu dem? Ich glaube, da hoch und dann durch die Tür und dann hier hoch und dann hier und dann müssen wir wieder zu dem Vikarian kommen. Richtig oder nicht? Ja, ja, war richtig, gut. Da ist er. Okay, weil ich will auch nicht jetzt endlos von diesen Warp-Portalen ausstellen, aber die wir jetzt am dringendsten brauchen, die machen wir uns. Wir können ja nicht immer zu Fuß hier runtergehen. Es mag durchaus sein, dass es auch noch eine Möglichkeit in der Mod gibt, das anders zu machen, aber... Bisher habe ich sie noch nicht gefunden. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen jetzt wieder hier runter. Dieser Spawn hier ist auch total bescheuert, jetzt mal ehrlich. Der gibt mir immer Quests. Wir müssen jedes Mal durch dieses Gebiet hier durch. Ach man, naja. Ich denke mal, das wird ja dann enden, wenn wir dann irgendwann hier mal mit diesen Anfängerquests durch sind. Dass wir dann nicht mehr hier in den, Was willst du denn? Was ist mit dir verkehrt? What the fuck? Ein verwunschenes Reh, oder was? Sterbe ich jetzt,
Was jetzt? Nein, lass mich in Ruhe. Alter, ich will doch bloß... Kann doch nicht wahr sein. Oh, leck mich an der Füße. Was ist denn hier los? Jesus Maria, ey. Willkommen zu Hause. Was passiert hier? Erst werde ich von dem Reh angefallen. Nicht weinen, Jupo. Nicht weinen. Alles wird gut. Das wollte ich überhaupt nicht. Ah, ist das schön. Schnief. Okay. Was mache ich denn jetzt? Das ist doch albern. Ich will mir noch nicht noch ein Portal machen. Ach, was soll's. Woher weiß ich denn, was jetzt vorne und was hinten ist? Ich brauche ein Haus nur für die Portale, ey. So. Das können wir jetzt schon mal editieren. So, wir nennen das weiß ich nicht. Wie heißt der nochmal, der Typ hier da unten? Weiß ich auch nicht. Close. Okay. Die Wächter, so nennen wir das. Die Wächter. Und was machen wir? Grün. Use Color. Das haben wir noch nicht. Apply. Close. So, jetzt müssen wir einmal darunter. Dann machen wir einmal da wieder eins hin. Dann gehen wir wieder dahin. Create Warp. Da habe ich gesagt, die Wächter, ne? Komm schon. Man kann hier auch unterschiedliche Namen eingeben, aber... So. Das bringt mich dann aber wieder nach Hause. Also nennen wir es Home. So. Home. Haben wir alles eingestellt? Ja. Close. Zack. So, jetzt kommen wir hierüber wieder nach Hause. Und dann stellen wir das jetzt ein. So, die Wächter annehmen, schließen. Sehr schön. Das funktioniert. Sogar der Jubo kann auch was dazu lernen. So, die nehme ich mal mit.
Heia. Eins von sechs. Was ich mich jetzt gerade frage. Zählen die Babys auch? Nein. Babys zählen nicht. Wo ist er? Ach, da. Oh, da war noch einer. Nein, ich hab keine Waffen mehr in der Hand. Trottel. Die haben nicht mal gezählt, die Dicken hier. Willst du mich veralbern? Ach, die Aggressiven zählen nicht. Ja, dann. Dann ist ja gut. Und es ist schon wieder dunkel. Okay, Test. Oh. Nein, die zählen auch nicht. Es tut mir leid. Was hat er seine Mutter verloren? Ich weiß auch nicht wie. Das ist wieder ein aggressiver. Noch einer. Oh! Du Hund! Oh. Das war keine Absicht. Gleich überladen. Das ist blöd. Das ist irgendwie komisch, dass die anderen nicht zählen. Was? Wer denn? Wo denn? Ach da. Oh nein! Nein! Du Wieser! Und du! Ah, hab ich einmal wieder... Oh. Na, bist du verblutet? Oh, überladen. Verdammt. Zufällig noch einen Attributspunkt? Nein, habe ich nicht. Kann ich irgendwas anderes wegschmeißen? Das würde ich nur ungern wegschmeißen, um ehrlich zu sein. Das wiegt nichts. Das wiegt ein bisschen. Oh Mann. Ich will das nicht wegschmeißen. Was kann ich denn noch wegtun? Ich hab nichts. Super. Na gut, hilft ja alles nichts. Weg damit. Dann nehme ich auch das Fleisch wieder mit. So. Dann eben so. Und noch, ja, dann brauchen wir den jetzt auch nicht mehr häuten. Wo haben wir denn noch so einen Mufti? Da hinten sind schon irgendwelche Überlebenden. Ein Jungtier. Ich brauche noch irgend so ein... Dich brauche ich nicht. Da.
Da ist ein Mama-Tier. So. Haben wir das erledigt? Da wir jetzt nicht zu Fuß zu dem guten Mann laufen wollen, nutzen wir jetzt unser Portal. Kaji, zu Hause. Schmeißen die Häute da rein. Schmeißen das Essen da rein. Und dann gehen wir zu Sir Vicarian und geben dem guten Mann unsere Quest. Stocking up. Get ready to craft shape wood and iron bars. Ja, hab ich da schon. Requires level 20. Ah. Wir können also jetzt hier wieder nicht weitermachen. Welchen Level haben wir denn überhaupt? 16. Noch 4 Level. Na gut. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Machen erstmal unser eigenes Ding. Wo haben wir eigentlich unsere Münzen hingeschmissen? Da. Da gibt es ja dann hinterher auch noch Händler für. Wo wir dann shoppen gehen können. Dumm. So, das heißt, bis Level 20 machen wir jetzt erstmal wieder normale Conan Exiles Dinge. Wie viele Punkte haben wir noch? 6. Ich glaube aber auch nicht, dass wir irgendwie eine bessere Rüstung oder so herstellen können. Rüstungswert 6. Nö. Ich glaube, die Rüstung werden wir schon behalten. Und Waffe. Gesundheitsschaden 17, ja. Gemcraft. Ach du Schande. Garden. Tutito. Okay, da können wir noch einiges lernen. Nochmal eben gucken. Weil ich hatte, bevor ich die normale Schmiede hingestellt habe, hatte ich die Schmiede aus der Mod gebaut. Nur in der konnte ich gar nichts bauen. Seal of Light, was sind das? Trophies. Ah, hier. Was brauche ich, um das zu lernen? Stufe 65. Ach so. Okay. Das geht ja immer höher, 75. Also hier könnte ich noch gar nichts lernen. Okay. Rüstung sehe ich jetzt so überhaupt nichts. Ja, den können wir lernen. Kostet mich einen Punkt. Na gut. Aber werden wir eh nicht benutzen. Von daher hätte ich mir drauf sparen können. Hm.
Alchemie-Disk. Da sehe ich jetzt irgendwie noch keinen Liquid Illa. Was? Ich weiß nicht mehr, wofür das ist. Und Teppiche. Okay. Potion. Achso, Dekoration. Oder so. Ach, was soll das denn? Wenn da so viel Dekorationen sind, dann müssen wir das ja quasi lernen. Stufe 18. Da fehlen mir die Punkte, ne? Nö. Warum kann ich das nicht lernen? Ach, ich habe 0 Punkte. Ach so. Doch, mir fehlen die Punkte. Alles klar. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ja, weiß ich auch nicht. Wie ich das mit den Warp-Dingern da mache. Um ehrlich zu sein, ich finde es ziemlich praktisch. Auch gerade jetzt für eine Aufnahme oder so. Die Dinger einmal einzurichten. Ich meine, das dauert natürlich. Aber schon ziemlich cool. Nur sie nehmen natürlich auch ganz schön viel Platz weg. In unserer kleinen Bude hier. Ja, muss ich mir mal noch was überlegen, was wir da machen. Nun gut. Ich würde dann an dieser Stelle auch erstmal Schluss machen. Ich habe total den Überblick verloren, was wir hier in der Folge gemacht haben. Ich glaube, wir haben nur Portale eingerichtet und eine Quest abgegeben. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.